So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war letztens mit Tupsi nämlich mal in Meiningen im Rewe-Sender. Da habe ich in so einer Truhe diese zwei Bottiche gesehen. Das sieht aus, wer kennt es noch, Linda, ne? So Handwaschpaste gab es immer auch in genau so einem Bottich. Genau so ein Deckel, genau so zugemacht. Das ist aber keine Handwaschpaste. Das sind Gurken. Gurken, die Guren sogar. Da ist nämlich ein Rabe drauf. Der Spreewaldrabe, denn das ist die Firma. Gurken vom Spreewaldrabe. Frisch vom Fass. Spreewälder Gurken mit Süßungsmitteln. Und hier auch nochmal mit Zucker und Süßungsmitteln. Extra gesund. Wir haben jetzt einmal die Knoblauchgurken. Das sieht richtig toll aus. Und im Vergleich dazu die Sweet Chili Gurken. Die möchte ich jetzt beide mal testen. Ich habe mir sogar Leberwurst mitgebracht, dass wir die Leberwurst auch mal da reinhalten können. Ich weiß nicht, wie man das am besten zeigt. Am besten so, dass du halt hier die zwei Näpfe hast. Gurken. Mit dem Spreewaldraben. Wir nehmen natürlich zuerst die Knoblauchgurken, machen die hier auf. Da ist so ein Bibus dran. Ah, die hüpft auch schon hoch. Jetzt musst du mal aufpassen, weil da ist ja viel Brühe drin, glaube ich. Oh, das geht überhaupt nicht auf. So, Bibus weg, Gurken aufmachen. Bin ich mal gespannt. Oh, da läuft die ganze Brühe raus und in den Pullover. Ich lasse es lieber mal stehen. Und noch mehr Brühe, die rausläuft. Wow, das ist ja richtig super. Ich liebe Spreewaldgurken. Guckt euch das an. Hier ist jetzt die ganze Brühe drauf auf den Schrank gelaufen. Das sind Spreewaldgurken. Schön in der Knoblauch-Edition. Jetzt muss ich die Kamera wieder ausrichten. Ah, Junge, was stellst du denn das Ding anders hin? Wir nehmen mal eine raus. Hier diese Fette in der Ecke. Guckt euch diese Spreewaldgurke an. Die tropft einfach alles komplett voll. Da sind noch Zwiebeln drumherum und da beißen wir jetzt mal genüsslich rein. Mmh. Was für eine fette Gurke. Schmeckt original wie ein Big Mac von McDonald's. Der ganze Geschmack eines Big Macs komplett in dieser Gurke drin. Jetzt habe ich mir, wie gesagt, noch Leberwurst besorgt. Möchte den Test auch gleichzeitig mal noch mit Leberwurst machen. Adi, guck mal, Leberwurst. Du gehst jetzt mal hier. Kannst in Ruhe so lange das Leberwurst-Ding abschlecken. Probieren jetzt also mal auf dem Toast. Bisschen Leberwurst mit Gurke. Also nicht zu viel Leberwurst, einfach hier aufs Brot drauf. Reicht im Prinzip für die ganze Scheibe. Ihr könnt euch die ganze Scheibe Leberwurstbrot reinschieben. Inklusive Gurke. Das schmeckt so genial, ich bin echt überrascht. Das ist super geniale Spreewaldraben, Spreewaldgurken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wegwischen soll. Ich gehe jetzt mal hier über den Schrank mit meinem Ärmel, dass es nicht mehr so nass ist. Ich hole mir jetzt mal die Sweet Chili Gürkchen her. Die Mama ist auch gerade da. Und gucken, ob ihr die auch schmecken. Wir machen mal die Sweet Chili Gurken auf. Richtig coole Verpackung auf jeden Fall. Wie das ausschaut. Jetzt reiß hier ab, jetzt mach mal auf und ich glaube schon, es passiert genau wieder das, was eben passiert ist, wenn wir hier die Lasche ein Stück hoch machen wollen. Nee, nee, nein, die Sweet Chili Gurken, die bleiben einfach original drin liegen, da ist nichts rausgeschwappt,
richtig genial. Ein Pluspunkt für die Handhabung der Sweet Chili Gurken. Das Chili ist mein Freund. Chili mag mich. Sehen auf jeden Fall auch sehr speziell aus hier in diesem Topf. Riechen? Naja, an sich riechen die nicht so appetitlich. Bleibt man mal ehrlich, sagen wir mal, wie es ist. Ich suche mir jetzt mal hier was raus und das sind Senfgurken, oder? Das ist nicht das, wie man es kennt. Sieht also ein bisschen anders aus. Ihr holt jetzt hier eine Gurke raus und habt dann das. Das sind ja gar keine, steht das extra drauf. Spreewälder Gurken. Das ist wie Chili-Gurken, Knoblauch-Gurken. Da sind mir, glaube ich, die Knoblauch-Gurken doch jetzt lieber. Aber egal, wir probieren jetzt mal das, diesen Humpen hier. Naja, Gurke hat jetzt nicht den besten Geschmack, ist auch total lässig scharf, so eine richtig aufdringliche Essignote dabei, dann das ganze Gefiesel, was da dabei ist noch, bei dem anderen hast du einfach nur Gurke gehabt und darauf kam es an, hier das ganze Zeug drum, weiß ich nicht, passt für mich jetzt nicht so geschmacklich, also es brennt einfach nur vom Essig. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das scharf ist. Aber wir werden auch das jetzt mit Leberwurst probieren. Auf das habe ich mich eigentlich am meisten gefreut. Ich wollte normalerweise nur die Sweet Chili Gurken mitnehmen. Schmeckt momentan einfach nur nach purer Chemie. Probieren wir mal mit Leberwurstbrot. Dieses lapprige Teil. Auch dieses süßliche. Weiß ich nicht, passt irgendwie gar nicht. Passt nicht zur Leberwurst, passt nicht zu allem anderen. Knoblauchgurken, richtig genial. Sweet Chili Gurken, nein danke, brauche ich nicht mehr. Wir packen nochmal hier die Leberwurst rein. Hier ist das letzte Stück. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Spreewaldrabe, Knoblauchgurken. Es gibt sogar noch andere Näpfe davon, aber ich glaube, da lasse ich lieber die Finger, dass ich nicht nochmal so einen Reinfall habe. Sonst würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mmh.